Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans da draußen. Endlich ist es soweit, endlich ist es offiziell und eingetütet. Mick Schumacher wird 2021 in der Formel 1 fahren und somit in die Fußstapfen seines Vaters von Formel 1 Rekordweltmeister Michael Schumacher treten. Ja, die Spatzen haben es ja schon die letzten Tage und Wochen von den Dächern gepfiffen. Jetzt endlich ist es spruchreif. Haas hat es am frühen Morgen deutscher Zeit, 2 Stunden früher in Bahrain, verkündet via Pressemitteilung. Anschließend gab es noch Media Sessions mit Günther Steiner, dem Teamchef, und mit Mick höchstpersönlich. Also jede Menge Gelegenheit für uns, dann nochmal genau nachzufragen, was denn Sache ist. Und deswegen wollen wir euch jetzt die wichtigsten Sachen mit auf den Weg geben. Seine Reaktion ganz klar, der hat sich natürlich überschwänglich gefreut, kann es immer noch nicht glauben. Aber dann zu den harten Fakten. Welche Startnummer wir da überhaupt haben? Das war eine der Fragen, die als erstes kam von euch auch da draußen. Die Fahrer dürfen sich ja die Startnummer in der Formel 1 seit 2014 selbst aussuchen. Davor war es immer in der Reihenfolge der Weltmeisterschaft davor, pro Team immer gebündelt. Jetzt haben sie die freie Wahl. Mick hätte gerne die 4 oder die 7 gehabt, eine seiner Lieblingszahlen. Die 4 hat allerdings Lando Norris, die 7 hat Kimi Räikkönen. Also hat er die Kombination dieser zwei Ziffern gewählt und ist jetzt bei der 47 angekommen. Fun Fact: Wenn man alle Geburtstage der Familie Schumacher, also von Vater Michael, Mutter Corinna, Schwester Gina Maria und Mick selbst zusammenzählt, kommt man auf eben jene 47. Also 2 plus 3 plus 20 plus 22 ist 47. Deswegen mit dieser Nummer. Ihr werdet vielleicht im Laufe der Saison noch ein bisschen verwirrt werden, was die Nummer angeht. Dazu gleich mehr. Was sind die Ziele von Mick Schumacher bei Haas? Und das ist ein sehr entscheidender Punkt, denn viele von euch oder viele, die Formel 1 vielleicht nicht ganz so intensiv verfolgen, jetzt mit Mick Schumacher wird dieses Publikum wieder größer werden, nehme ich an. Die haben natürlich die Erwartung, Dame Schumacher und Formel 1, das muss irre erfolgreich werden. Außerdem kommt er möglicherweise als amtierender Formel 2 Meister in die Formel 1. Klar, da erwartet man ganz Großes, aber wir müssen natürlich vorsichtig sein. Die Kenner unter euch, die wissen das natürlich, er wird für Haas an den Start gehen. Haas belegt aktuell in der Konstrukteursweltmeisterschaft den vorletzten Rang, hat nur 3 Punkte eingefahren in dieser Saison und deswegen muss man da wirklich den Ball flach halten. Er selbst sagt sowieso nie, was konkret sein Ziel ist, also konkrete Ziele werden da nicht ausgegeben. Er sagt immer, er will sich selbst verbessern, er will lernen. Das ist natürlich immer ein breites Feld. Der ein oder andere sagt, ja, er war sowieso im ersten Jahr nie so richtig stark und hat immer 2 Jahre gebraucht. Da sagt er jetzt aber, das ist irgendwie keine Ausrede, er will da schon im ersten Jahr gleich richtig Dampf machen und außerdem hat er in diesen vergangenen Saisons in Formel 2 und Formel 3 ja auch gelernt und hat jetzt die Tools, um vielleicht dann schon im ersten Jahr erfolgreich zu sein. Günther Steiner, der Teamchef, der hat was ganz Interessantes gesagt und das ist, glaube ich, auch die Realität, die man vorneweg mit auf den Weg geben muss. 2021 wird für Haas ein Übergangsjahr. Nicht nur, weil man 2 Fahrer hat, die Rookies sind, also noch kein einziges Formel-1-Rennen gefahren haben, zum Teamkollegen gleich noch mehr. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil ja ein Großteil des Fahrzeugs eingefroren ist. Das heißt, man kann alles, was unter dieser Haube von dem Haas ist in diesem Jahr, kann man nicht weiterentwickeln, abgesehen vom Motor. Da ist man natürlich auf Ferrari angewiesen. Ich glaube, da wird es auch einen ganz guten Schritt geben. Aber Wunder braucht man dann nicht erwarten. Ja, die Aerodynamik, die wird 2021 geringfügig geändert, vom Reglement her schon. Und ja, auch da wird Haas ein bisschen was machen. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass die plötzlich Bäume ausreißen mit diesem Fahrzeug. Also da wirklich den Ball flach halten. Und warum wird es dann ein Übergangsjahr? Naja, weil 2022 vor der Tür steht. 2022 gibt es nicht nur ein komplett neues technisches Reglement. Nein, es gibt vor allem auch Budget Cap. Also der kommt ja nächstes Jahr schon. Aber mit dem Budget Cap, der wird dann größere Einflüsse auf die weitere Zukunft haben. Der bestimmt ja, dass Teams nicht mehr so viel ausgeben dürfen, wie sie wollen. Haas betrifft das in erster Linie nicht. Aber Haas ist einer der großen Profiteure, weil natürlich die anderen dann viel näher ranrücken, was das Budget angeht. Und deswegen setzt man ganz, ganz, ganz große Hoffnungen in 2022. Und deswegen muss man jetzt wirklich mit einer verhältnismäßig schwierigen Saison für Mick Schumacher da 2021 in der Formel 1 rechnen. Und das bringt uns gleich zum nächsten Punkt. Wie lange wird Mick Schumacher in der Formel 1 fahren? Wie lange geht dieser Vertrag überhaupt? Es würde ja keinen Sinn machen, wenn man jetzt sagt, das wird einfach ein Übergangsjahr und naja, dann fällt er möglicherweise schon wieder durchs Raster und ist raus aus der Formel 1. Nein, im Announcement hieß es ein Multi-Year Contract, also einen mehrjährigen Vertrag. Genauere Details sind da nicht drin, aber, und das habe ich mit Günther Steiner auch besprochen, das heißt definitiv mindestens mal 2 Jahre wird er in der Formel 1 fahren. Macht ja Sinn, Übergangsjahr alleine, wie gesagt, ist nicht so sinnvoll. Dazu kommt ja noch Rookie nur 1 Jahr zu geben. Dann fehlt ihm vielleicht ein bisschen das Selbstvertrauen. Und Günther Steiner hat gesagt, selbst einen erfahrenen Fahrer würde er eigentlich nicht für 1 Jahr unter Vertrag nehmen, weil der braucht schon ein halbes Jahr, um sich überhaupt ans Team zu gewöhnen und so weiter. Deswegen macht das aus seiner Sicht wenig Sinn.
Wie lange das Ganze konkret geht, naja, damit wollte Günther Steiner leider nicht rausrücken. Mindestens 2 Jahre. Ich würde mal rein interpretieren, es gibt auch noch eine Option auf ein drittes Jahr. Ob die dann gezogen wird und ob da vielleicht noch andere Umstände eine Rolle spielen, Hashtag Ferrari, das werden wir alles noch sehen. Ja, wer wird sein Teamkollege? Ich habe es gerade schon angesprochen. 2 Rookies bei Haas. Nikita Mazepin wird der Teamkollege von Mick Schumacher. Das wurde einen Tag zuvor bekannt gegeben. Der junge Russe ist ein bisschen verrufen im Motorsport, weil er einen sehr reichen Vater hat. Und deswegen sagen viele, er ist nur ein Paydriver. Ja, das stimmt. Der wird Geld mit zu Haas mitbringen, auch wenn der Sponsor jetzt offiziell noch nicht bekannt ist. Aber wir gehen mal davon aus, dass ein russischer Sponsor auf dem Haas sein wird und deswegen der Sohn auch dort fährt. Aber Nikita Mazepin ist tatsächlich ein bisschen besser als sein Ruf. In seiner ersten Formel 2-Saison hat er sich extrem schwer getan. Da wurde natürlich dieser Ruf dann noch ein bisschen verstärkt. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch Mick Schumacher hat sich in der ersten Formel 2-Saison schwer getan. In der zweiten Formel 2-Saison jetzt Nikita Mazepin, aktuell auf Platz 3 in der Fahrerwertung, hat sogar theoretisch noch Chancen auf den Meistertitel. Also der ist nicht so weit hinter Mick zurück. Und, was man auch nicht vergessen darf, in der GP3 ist er als Rookie gleich Vizemeister geworden. Also der Junge kann schon was. Trotzdem sollte ihn Mick Schumacher natürlich im Griff haben, weil es jetzt auch nicht die ganz, ganz große Benchmark ist. Wie geht's für Mick Schumacher in der Formel 2 weiter? Ja, er führt die Meisterschaft ja noch an, 14 Punkte vor Callum Ilott, relativ deutlich dahinter eben Nikita Mazepin, aber auch noch mit Chancen. Das ist klar, ist am kommenden Wochenende parallel zur Formel 1. Der Vertrag von Mick Schumacher für als Stammfahrer, der gilt erst ab 2021 und darüber hinaus. Jetzt in diesem Jahr konzentriert er sich noch auf die Formel 2, wird somit auch das Saisonfinale in Bahrain natürlich bestreiten, sagt, ja, möglicherweise erleichtert ihn das jetzt schon ein bisschen, er fährt ein bisschen befreiter, möglicherweise bewirkt es genau das Gegenteil. Also ich glaube, insgesamt hat ihm das jetzt schon nicht schlecht getan, da kann er schon einigermaßen befreit auffahren. Und 14 Punkte ist zwar kein komfortables Polster, aber immerhin ist er vorne und die Chancen auf den Titel stehen natürlich gut. Jetzt habe ich schon gesagt, der Vertrag beginnt eigentlich erst 2021. Trotzdem werden wir Mick schon in diesem Jahr noch im Haas sehen. Es ist generell nicht seine erste Formel 1 Ausfahrt. Er hatte ja schon 2019 2 Testtage in Bahrain, einen mit Ferrari, einen mit Alfa Romeo. Für Alfa Romeo sollte er in diesem Jahr auch noch am Nürburgring testen. Erstes freies Training. Die Session ist leider dem Wetter zum Opfer gefallen. Aber er wurde schon relativ gut darauf vorbereitet. Ferrari hat ein 2 Jahre altes Auto eingesetzt in Fiorano, um die Junioren für diese Einsätze vorzubereiten. Trotzdem darf er in diesem Jahr nochmal, diesmal dann allerdings nicht mehr mit Alpha, wie sie ursprünglich angedacht war, sondern dann schon mit seinem zukünftigen Team, mit Haas. Erstes freies Training in Abu Dhabi wird er fahren, so viel steht fest, und auch den anschließenden Young Driver Test auf dem Yas Marina Circuit nach dem Saisonfinale aufpassen. Ich habe schon angekündigt, Startnummer vielleicht ein bisschen verwirrend, im nächsten Jahr wird er mit der Nummer 47 an den Start gehen. Beim Test und im FP1 wird er die Nummer 50 auf dem Auto haben, weil ich vermute einfach mal, sich das Haas reserviert hat für die Testfahrer. Jetzt dürft ihr gerne spekulieren, wie er von der 47 auf die 50 kommt, ob da noch irgendein Geburtstag oder was auch immerhin zu addiert wurde. Jonas meinte schon, das ist die 3 von Sebastian Vettels Geburtstag und so würde man von der 47 auf die 50 kommen. Also Vorschläge in die Kommentare runter. Was passiert jetzt mit seiner Beziehung zu Ferrari? Er war ja bislang Teil der Ferrari Driver Academy und er wird es auch weiterhin bleiben. Das ist ein sehr interessanter Punkt, denn Günther Steiner hat eigentlich relativ klar gesagt, dass nicht Haas sich den Fahrer ausgesucht hat, nicht Haas hat Mick Schumacher ausgesucht, sondern Haas hatte einen Vertrag mit Ferrari und Ferrari durfte da einen Young Driver platzieren. Und letztendlich war es dann die Entscheidung von Ferrari, welchen Nachwuchsfahrer sie nehmen. Die Entscheidung ist gefallen, Mick Schumacher hat den Zuschlag erhalten. Und deswegen ist auch ganz klar, Mick wird weiterhin Ferrari Junior bleiben und ist dann möglicherweise in Zukunft für höhere Aufgaben berufen, als in Anführungsstrichen nur Haas. Heißt, 2 Jahre ist er jetzt erstmal mindestens bei Haas, 2 Jahre geht jetzt auch der Vertrag von Carlos Sainz bei Ferrari. Heißt, wenn man sich das alles so zusammenspinnt und Mick Schumacher richtig, richtig gut abliefert, könnte er rein theoretisch dann 2023 im Ferrari sitzen, aber wir wollen einen Schritt nach dem anderen machen und lassen natürlich Mick Schumacher das jetzt auch erstmal im Bau, dann nicht noch zusätzlich Druck auf, der ohnehin schon vorhanden ist. Also, Mick Schumacher kommt in die Formel 1, wir sind mega gespannt, wie das Ganze wird, wir freuen uns natürlich, es sind natürlich tolle Geschichten, den Namen Schumacher da in der Formel 1 wieder zu sehen, auch mit Fernando Alonso und Kimi Räikkönen zusammen, aber bei der ganzen Schumi-Mania oder bei der Mick-Mania ist eine Sache auch fast noch ein bisschen untergegangen. Jetzt gar nichts mehr mit der Thematik an sich zu tun, aber wir haben ein weiteres Fahrerkarussell. Sehr bekannt, dass Lewis Hamilton positiv auf das Coronavirus getestet wurde, deswegen darf er nicht starten. Es geht ihm soweit ganz gut, also diesbezüglich schon mal Entwarnung.
Aber er darf beim Sakhir Grand Prix, dem zweiten Rennen in Bahrain, eben nicht an den Start gehen. Jetzt hat Mercedes nach einem Ersatz gesucht und ist fündig geworden beim eigenen Junior bei George Russell. Ist natürlich bitter für Stoffel van Dorn, der nicht rein darf, aber ich finde es durchaus interessant, bin dann mal sehr gespannt, ob George Russell vielleicht sogar Valtteri Bottas ein bisschen Dampf machen kann an dem Wochenende. Er hinterlässt natürlich seinerseits dann auch wieder die Vakanz bei Williams. Williams hat sich dann auch nicht für Stoffel van Dorn entschieden, der arme Stoffel. Stattdessen kommt dann Jack Aitken zum Einsatz, ist ja auch bei Williams im Fahrerkader, ist aktuell in der Formel 2 im Einsatz. Also der wird schon auch nicht ins ganz kalte Wasser geworfen. Und eine erfreuliche Nachricht vielleicht noch kurz zum Abschluss, denn Romain Grosjean wurde nach seinem Horrorcrash am Sonntag schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Das sind doch wirklich mal erfreuliche Nachrichten. Mit erfreulichen Nachrichten begonnen, mit erfreulichen Nachrichten aufgehört. Wenn ihr weiter erfreuliche Nachrichten bekommen wollt, dann müsst ihr natürlich unbedingt die motorsportmagazin.com App runterladen, kostenlos für Android und iOS. Und wenn ihr weiterhin erfreuliche Videos haben wollt, dann müsst ihr motorsportmagazin.com auf YouTube abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr garantiert kein Video mehr. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, ein Däumchen da lassen.